Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie in einem Auftrag eine Anzahlung verarbeiten können. Dafür geben wir regulär erst einmal die Kundennummer ein, wählen diesmal aber eine andere Auftragsart. Wählen nun regulär unsere Artikelnummern. Speichern. Und nun unter Optionen Anzahlung haben wir nun die Möglichkeit, entweder wertmäßig oder prozentual einen Wert einzugeben. Hier unten gibt er uns automatisch die Beträge an, netto. Und wir müssen nur noch den Vorgang abschließen. Wir sehen hier oben, der Sperrstatus ist jetzt auf Liefersperre gesetzt. Sobald der Kunde die Rechnung per Überweisung zahlt, wird diese Liefersperre wieder automatisiert aufgehoben, wenn die FIBO das Geld verbucht.